Ich begrüße euch auf der Lost 4. Im letzten Part haben wir unsere Vulkus-Suits geholt aus den, wie hieß sie nochmal? Mech-Ruinen oder so aus der Richtung, egal. Und im letzten Part ist auch einiges passiert. Und zwar wurde Locke verletzt, weil er, die imperialen Leute beschützen wollte. Nämlich der Boski, den wir im letzten Part besiegt haben, der hat nochmal einen zweiten Angriff quasi gestartet. Und da ist Locke bei mir dazwischen gesprungen und ja, hat dann ein paar Verletzungen davon getragen. Und jetzt wird er halt hier behandelt, vom Imperium. Und wir wurden in den Palast gerufen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt auch da mal hin. Das ist ja hier oben. Palast des Imperiums. Mal gucken, was da so abgeht. So. Das ist also der imperiale Palast. Wehe. Was ist los, Van? Ach, gar nichts. Ah, ich verstehe. Du bist einfach überwältigt von einer Pracht, stimmt's? Oder er war schon mal hier, weil er ist allgemein ziemlich geheimnisvoll und so. Von stehen bleiben! Identifiziert euch! Niemand darf ohne Erlaubnis hinein! Kommandant Galdra sagte uns, hätte jemand herbestellt. Hast du gerade Kommandant Galdra gesagt? Ich bitte um Verzeihung. Ihr müsst zur Kanata und seine Gefährten sein. Bitte geht weiter. Okay. Sie agieren ganz anders, wenn man Galdras Namen sagt. Als Beweis vor etwas. Hätte mir gedacht, dass ich unter diesen Umständen den imperialen Palast besuche. Oder vielleicht auch nicht. Kein Grund, schüchtern zu sein. Es läuft besser, wenn man stolz hineingeht. Los, ihr beiden, die legen wir los. Okay, alles klar, machen wir das mal. Und gucken uns hier um. Sieht auf jeden Fall echt ziemlich beeindruckend aus auf den ersten Blick. Gefällt mir. So, was geht ab? Wenn du hier nichts zu schaffen hast, dann scher dich fort. Ich habe was zu schaffen hier. Ich wurde hier irgendwie von irgendwem geholt. Es ist die Frage von wem. Hey da, das ist der Kaiserpalast. Klar, kein Zutritt. Wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du sagen, oh, Entschuldigung, natürlich, wir wussten nicht, dass du Sir Kanata bist und, du hast freien Zutritt und wir besorgen dir sogar noch Essen und Trinken und einfach alles, was du willst und erfüllen dir jeden einzelnen Wunsch und sowas in der Richtung, weil du uns voll geholfen hast und Galdra und alles und, ja, genau so wird's ablaufen. Wow, du hast einen spannenden Text. Bester Text im Spiel bisher. Du da, du hast nichts zu schaffen, schau dich weg! Ach Leute, wenn ihr wüsstet, wer ich bin, wenn ihr wüsstet, wer ich bin. So, da ist das große Tor. Sieht echt ziemlich cool aus. Ja, ich habe von dir gehört, du darfst eintreten, aber mach nur keinen Ärger. Sehr gut, es leuchtet voll von da drinnen drin. Von da drinnen drin, ja, genau. Begib dich bitte unverzüglich in den Audienzsaal. Geh die Treppe hinauf und nimm den Fahrstuhl ins oberste Stockwerk. Da fehlt ein Leerzeichen. Nimm dann die Treppe im Entree und der Audienzsaal liegt direkt vor dir. Alles klar. Ich will mich trotzdem drin umgucken. Ziemlich edel. Ich darf doch eben dein Gepäck durchsehen, nicht wahr? Alles in Ordnung. Komm schnell zurück, sobald du fertig bist, ja? Ist ja okay. Was willst du? Im Palast haben solche wie du nichts verloren. Ach ja. Ich wiederhole mich nur ungenau, wenn du wüsstest, wer ich bin. Du wurdest in den Audienzsaal gerufen. Hör auf, rumzuirren, wo du unerwünscht bist. Ihr seid echt alle ziemlich eklig. Wisst ihr das eigentlich? Also, jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, ich kann ja verstehen, ich bin ein Zivilist. Ich soll nicht unbedingt hier überall hin, aber wie ihr mit mir redet. Ich meine, ich habe euch mega krass geholfen. Ich habe einfach... Erstmal hat sich Locke für euch eingesetzt. Dann habe ich voll viele Teile eures großartigen Imperiums zurückgeholt. Also, ihr seid echt eklig, wisst ihr das eigentlich alle? Ich muss euch auch nicht helfen, wenn ihr hier alle so meine Sachen quasi, die ich getan habe, irgendwie mit euren Aussprüchen abwertet, so ein bisschen, finde ich. Also, das ist echt uncool von euch. Ich beobachte euch genau, seit ich euch das erste Mal gesehen habe. Man weiß ja nie, was eures gleich reibt. Passt nur gut auf, was ihr tut. Ey, nur so, wenn du hier keine Wache wärst, dann wärst du auch einfach random irgendein Bürger der Stadt und dürftest hier auch niemals rein.
Lasst euch einmal ansehen. Ja, Dorfleute wie ihr haben leider keinen Zutritt. Es ist einfach... Wow. Er sagt, wir haben keinen Zutritt und er sagt, ja, da ist der Audienzsaal, geht da durch. Auf jeden Fall sehr klug. Auf jeden Fall sehr klug, auf jeden Fall. Ja, definitiv. So, was heißt, versucht euch anständig zu benehmen? Also, was ist denn los mit euch? Ich bin ein ganz normaler Mensch und... Ach Gott, ihr seid so eingebildet, wisst ihr das eigentlich? Meine Güte. Das war heute der Erste, der so ein bisschen nett war irgendwie. Hat er nie gedacht, okay, das kennen wir schon, alles klar. Ich dachte, vielleicht kommt jetzt was Neues, wenn wir drin sind, aber nee, scheinbar nicht. So, wo ist jetzt der richtige Weg? Führen beide Seiten zum richtigen Weg oder nur die eine? Ja, okay, das hier ist auch ein Aufzug. Ich denke mal, dann drüben die Seite auch, oder? Ich denke mal, da drüben geht es jetzt auch nach oben. Wir haben euch erwartet. Bitte geht die Treppe hinauf und durch die Tür. Und denkt an eure Manieren. Ist ja gut, meine Güte. Wow. Oh boy. Und hier drüben... Ja, ist der andere Fahrstuhl, alles klar. Ey, das ist doch... Junge, wieso sagen die den ganzen Wachen nicht, wer wir sind? Das ist doch unfassbar. Die denken alle, wir sind irgendwelche Vollidioten, die ja nichts zu suchen haben. Aber sie machen halt auch keine Bewegungen, uns irgendwie zu versuchen rauszuholen. Weshalb seid ihr hier? Wenn ihr irgendetwas im Schilde führt, solltet ihr das besser gleich sein lassen. Meine Güte. Nix. Wir sind hier, weil ihr einfach euer halbes Reich wiederhergestellt haben, wahrscheinlich. Gott, seid ihr alle eingebildet, also ganz ehrlich. Ey. Ich bin auch adelig, weißt du? Ich bin adelig in meinem Dorf, ja, ganz bestimmt. Und am Ende kommt raus, dass Kanata wirklich irgendwie Sohn von einer Adelsfamilie ist. Also das wäre witzig, ganz ehrlich, wenn ich sowas prediktet hätte, aber keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwas kommt mit seiner Mutter und so, weil er weiß ja nicht, wer seine Mutter ist. Vielleicht wird da noch irgendwas aufgeklärt und so, das meine ich halt. Ich bin mal gespannt. Gut, rein da würde ich sagen. Die Tür geht in einer epischen Animation auf und wir sind beim König. Der nicht da zu sein scheint. Ich frage mich, wer es war, der uns hergerufen hat. Es muss jemand Ziges sein, wenn wir ihn im Palast treffen sollen. Vielleicht ist der Kaiser selbst? Dieser menschenscheue Opa, meinst du das ernst? Menschenscheu? Wieso ist er menschenscheu? Lumina, geht es dir gut? Ja, alles in Ordnung. Aber was war das denn gerade? Ich finde, für eine Bande Meuchler wurdet ihr sehr nachsichtig behandelt. Ihr solltet dankbar sein. Wer zum Teufel bist du? Ich weiß ja nicht, wer du bist, aber jetzt war das nicht gerade. Ist das etwas so üblich bei hier im Palast? Meuchler? Meinst du etwa uns? Ist denn sonst noch jemand hier? Warte, das ist ein Irrtum. Entspannt euch, ich werde euch nicht töten. Zumindest nicht, bevor ihr mir verratet, wer euch geschickt hat. Wenn du es auf einen Kampf anlegst, dann mach dich auf was gefasst. Mit mir wirst du kein leichtes Spiel haben. Wann? Was ist hier los? Hey, wieso kämpft man jetzt? Wieso sagen wir nicht, dass wir von Gott mal geschickt wurden? Was ist das denn? Seid ihr irgendwie alle ein bisschen dumm im Hirn oder so? Also das kann ich echt nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam gerade, aber okay. Was auch immer. Das Battle Theme ist aber cool irgendwie. Ich meine, wir wurden ja von Galdra gerufen, also wieso zum Teufel sagen die das nicht? Das ist gerade echt ein bisschen nicht wirklich nachvollziehbar. Mega dumm irgendwie, ganz ehrlich. Aber okay. Was auch immer. So.
Ich mache jetzt kein Setsuna, weil ich mir das aufsparen möchte, um mit ihm... Au. Gleich seine LP mit dem einen Angriff wiederherzustellen. So, du greifst... Nee, du kannst deinen Zielstrahl machen. So. Sehr schön. Und du machst jetzt hier im Moment dein... Hä? Wieso geht's jetzt nicht? Was auch immer. Ich zeige auch... Ja, nicht ihn geheilt, verdammt. Das war echt dumm. So, Moment, du machst Phoenix-Träne auf ihn. Und du... Hä, wieso kannst du nicht heilen? Was ist das denn jetzt schon wieder? Oh, er ist eh gleich tot, das passt, würde ich sagen. Ich kann keinen Moment unter einsetzen, cool. Macht Sinn auf jeden Fall. Jetzt ist sie tot, super. Oh, Junge. Nur weil ich mich nicht geheilt habe. Oh, was ist das denn schon wieder? Wieso kann er so oft angreifen? So. Also, wieso kann er so oft angreifen? Was ist das? Ich sollte einfach rumbringen, ganz ehrlich. Jetzt sterbe ich deswegen, oder? Komm, töte ihn einfach. Komm, ganz schnell. Mach und töte ihn. Natürlich verfehlt es. Jetzt bin ich tot, deswegen. Super. Super, lächerlich, ganz ehrlich. Das war echt lächerlich. Nur weil es verfehlt hat. Mein erster Game Over. Super. Das ist echt lächerlich. Aber halt sowas von ist das lächerlich. Ey. Das ist echt. Ne. Also dazu sage ich nichts. Also erstmal, dass diese ganze Kampfinszenierung komplett bullshittig war. Ganz ehrlich, wieso kämpfen wir jetzt random? Das macht keinen Sinn. Also, die hätten einfach sagen sollen, hey, wir wurden von Galdra geschickt, fertig. Erstens ist das einfach lächerlich und dumm. Und zweitens, dass der jetzt so schnell angreifen konnte, ist ein bisschen unfair irgendwo, aber egal. Das ist halt nicht wirklich das Schlimmste, sondern einfach, ich hätte ihn locker besiegt, wenn das jetzt nicht verfehlt hätte. Das ist einfach ein bisschen dämlich gewesen, aber okay. Dann halt nochmal, von mir aus. Ey, Gott. Was ist das denn? Wieso zum Teufel? Wurden wir jetzt... Wieso zum Teufel kämpfen wir jetzt? Es ergibt einfach keinen Sinn. Sie müssen einfach sagen, hey, wir wurden von Galdra geschickt. Und dann wüsste der Typ, dass wir sagen, oh, ihr seid Kanata und ah und alles. Und ah, ja. Ich verstehe es nicht. Das ist einfach dumm, ganz ehrlich. Das macht keinen Sinn. Ich war davor jetzt heilen, sag mal. Ich hatte schon ein bisschen Schaden gehabt. Das war jetzt echt nicht klug, aber egal. Ey, komm, ganz ehrlich. Du machst einen Trank auf Wahn. So, sehr schön. Und du machst deine Windklinge. Und du machst einen Trank auf Kanata. So. Fesseln. Gut. Guck mal, dass wir nicht irgendwie umbringen können, eventuell. Wäre. Das kann ich keine Gegenstände mit dir einsetzen. Super. Wäre zumindest ganz gut. Trank auf Wahn. So. Du machst deinen Luftschlag. Und nochmal Angriff. Sehr schön. Das war guter Schaden. Das war es auch nicht so gut. Wahn, kann er nicht. Super. Greift an. Kanata muss einen Trank auf Mine machen. Ich würde ganz gerne mit ihm auch angreifen, aber geht halt schlecht. Und du machst deinen Skill wieder, Luftschlag. So. Und dann greifst du auch nochmal an, würde ich sagen. War's das jetzt? Nein, noch nicht. Dann jetzt aber komm. Bring ihn um. Ja, klar. Macht auf jeden Fall Sinn.
Wesens verfehlt er jetzt auch mal. Dankeschön. Und dein Skin, das bringe ich jetzt um. Komm. Sehr schön. Oder? Danke. Gott, ey. Es war echt unnötig gerade. Gut, wie ich sehe, seid ihr auf Zack und reagiert flexibel auf unerwartete Wendungen. Anscheinend hast du dich nicht in ihn getäuscht, Galtra. Okay, es war so geplant, alles klar. Aber wie zum Teufel haben die nicht gesagt, von wegen, hey, wir wurden von Galtra geschickt. Das macht einfach keinen Sinn irgendwie. Ich meine, ich hätte es wenigstens gesagt, aber egal. Komm dann, Galtra, was wird hier eigentlich gespielt? Lord Samrod wollte sich eurer Fähigkeiten vergewissern. Ich bitte um Verzeihung. Es widerstrebt mir, euch auf so unhöfliche Weise zu begrüßen. Ich bin Samrod, Premier von Gigante. Der Kaiser hat dieses Land meiner Obhut anbefohlen. Ein Premier hat also nichts Besseres zu tun, als Leute in das Licht zu führen. Wahn, pst. Du heißt also Wahn, ja? Du kämpfst gut, aber du musst lernen, deine Feindseligkeiten zu verbergen. Mit deinem aggressiven Gebaren hält man dich nächstes Mal wirklich fein, Meuchler. Du solltest dich in Selbstbeherrschung üben. Ich habe einen Rat nicht nötig. Sag uns jetzt, was du willst. Wahn, bitte wieder deine Zunge. Schon gut. Ich war es übrigens, der euch hergebeten hat. Kommt mit. Kannst noch langsamer laufen. Es tut mir leid, dass ihr so unsanft behandelt wurdet. Hier entlang bitte, wir möchten euch etwas auf dem Vorplatz des Palastes zeigen. Da sind wir doch hergekommen. Wieso hätte man uns nicht da direkt empfangen können? Wieso musste man jetzt hier rein? Naja, was auch immer. Mann, er glaubt, er kann machen, was er will, total hochnäsig. So eine unglaubliche Kraft. Ich habe das Gefühl, das war erst der Anfang. Er hat es vor leicht angehen lassen, aber er ist trotzdem ein Wunder, dass wir gewannen. Hey Kanata, gehen wir direkt zum Zentralplatz. Alles klar. Nochmal davor speichern, würde ich sagen. Ja, das war gerade echt. Die Kriegsmaid der Zwielichter. Ja, jetzt kommt scheinbar die Mission... ups, das wollte ich nicht. Die Mission, die auch in der Demo... dran war. Wo wir ja auch diese Zwielichter fangen mussten oder so. Und dann auch gegen Shara gekämpft haben. Ich glaube, Shara oder so. Das ist in der Richtung, keine Ahnung. So, heute draußen, ja? Genau, davon steht er. Wir haben die Vulkus-Suits, die ihr vom Mech-Friedhof geholt habt, untersucht. Mit enttäuschenden Ergebnissen. Enttäuschend? Es gibt Eigenschaften von Vulkus-Suits, die nur wenigen bekannt ist. Es kommt vor, dass sie sich nach dem ersten Einsatz einen Pilotenwechsel verweigern. Das geschieht normalerweise nicht, wenn der erste Pilot ein Anfänger ist. Anscheinend können Vulkus-Suits erkennen, wenn sie von einem Anfänger bedient werden. Was diese Vulkus-Suits betrifft, so ist es uns zwar gelungen, sie zu aktivieren, doch leider können wir sie nicht steuern, was wir auch versuchen. Was für eine Verschwendung so eines Schatzes. Nicht unbedingt, immerhin gibt es noch jemanden, der sich einsetzen vermag. Die Piloten, die sie zuerst steuerten. Wir haben in Anbetracht eurer Fähigkeiten beschlossen, euch die Vulkus-Suits zu übergeben. Betrachtet sie als euer Eigentum. Sehr schön. Ist das wahr? Unsere eigenen Vulkus-Suits? Dann hast du also uns geholt, um uns mit diesem Vulkus-Suit zu beglücken. Hast du erwartet, dass wir auf die Knie fallen und flennen vor Dankbarkeit, oder was? Alter Wahn! Natürlich hat die Sache einen Haken. Du heißt Kanata, richtig? Galdra hat mir von deiner einzigartigen Gabe erzählt. Du sollst die Fähigkeit besitzen, Verlorenes wiederherzustellen. Sie ist aber nicht perfekt, manchmal funktioniert es nicht. Trotzdem ist es eine bemerkenswerte Kraft. Ich habe eine Bitte an dich. Ich möchte, dass du nach Rahed gehst und meiner Armee Beistand leistest. Rahed? Diesen Namen habe ich doch schon mal gehört. Der Bergmann Diek hat diesen Berg erwähnt, als wir die Mistfürschlucht durchquert haben. Ich meine mich zu erinnern, dass er sagte, man könne dort Theromit finden. Oh, ich bin beeindruckt. Ja, das stimmt genau. Wobei ich euch versichern kann, dass das nichts mit dieser Bitte zu tun hat. Diek hat außerdem gesagt, dass dort ein wilder Stamm lebt. Ja, genau darum geht es.
Die Wahrheit ist, dass dieser Stamm allem Anschein nach mit jenem Phänomen zu tun hat. Ich meine den Verlust. Wir versuchten, ihre Hochburg zu erobern, aber... Aber der Verlust von Dingen stellt dabei ein Hindernis dar, richtig? Wie scharfsinnig von dir, junge Dame. So ist es in der Tat. Knatter, bitte setze deine Kräfte ein und beseitige die Hindernisse auf unserem Weg. Ich meine gehört zu haben, dass dieser Stamm Monster zwingt, ihm zu dienen. Aber egal, diese Aktion, die Rulkusuts vom Mech-Friedhof zu holen, das gehört doch zu deinem Plan, um diese Leute unter Kontrolle zu bringen, oder? Und du glaubst dadurch, dieses Phänomen des Verlorengehens in Schach zu halten. Und du glaubst dadurch, dieses Phänomen des Verlorengehens in Schach halten zu können. Hoho, es freut mich, dass du die Sache so gut verstanden hast. Um Rahl zu erreichen, müsst ihr euch durch Labyrinth. Die Vulkusuts werden euch das ermöglichen. Galtwell wird euch den Weg zeigen. Alles klar, dann werden wir mit dem Imperialen Kommando reisen. Ich danke dir. Mit deiner Hilfe sollten wir unsere Pläne reibungslos umsetzen können. Da wäre noch eine Sache, die in Galtwells Bericht erwähnt wurde. Du hast in der Region Elgarth auch ein sogenanntes Artefakt erschaffen, richtig? Das stimmt. Was ist damit? Das Imperium will dir helfen, wenn du... Wenn du Labyrinth durchquert hast, solltest du ein Artefakt bauen, das unserem Einsatz auf dem Rahal zugutekommt. Um dir dabei zu helfen, haben wir Erinnerungen für dich vorbereitet. Du kannst nach deiner Ankunft von Galtra erhalten. Wie auch immer ihr Erinnerungen vorbereitet habt, aber egal. Ich verstehe, ich werde es tun. Gut, damit habe ich eine Sorge weniger. Nun muss ich mich anderen Dingen zuwenden. Entschuldigt mich bitte, Galtra wird ab hier übernehmen. Viel Glück. Und weg ist er! Alles klar! Willst du wirklich helfen, Kanata? Dann komme ich mit. Mach's mal Glock. Wenn ich etwas tun kann, ich hasse es rumzusetzen, wenn ich irgendwo helfen könnte. Fragen wir Galtwell nach den Details der Mission. Alles klar. Galtwell, was wisst ihr über diesen wilden Stamm? Das Völkchen, das sich auf... Dass sich auf heiliger Rahrheit verschanzt hat, nennt sich Zwielichter. Einfach gesagt, sind sie sehr geschickt, darin Monster zu bändigen. Wow, das können die wirklich? Die Zwielichter sind sehr verschlossen und weigern sich, mit dem Imperium zu kooperieren. Darum dauerte unsere Untersuchung so lange. Aber wir sind uns jetzt sicher, dass sie mit den Monstern zusammenarbeiten. Wir glauben auch, dass die Monster hinter dem Verlorengehen stecken. Darum hat Lord Samrod angeordnet, sie zu vernichten. Also glaubt ihr, die Ursache des Verlorengehens gefunden zu haben? Ihr glaubt, es liegt daran, dass die Zwielichter Monster einsetzen, oder? Genau, wir dürfen diesen Stamm nicht weiter gewähren lassen. Sonst wird der Schaden nur noch größer. Alles klar, ich hab's verstanden. Wir werden euch nach Kräften unterstützen. Ich danke euch vom Herzen. Außerdem habe ich eine gute Neuigkeit. Locke wurde erfolgreich operiert. Er ist außer Lebensgefahr. Locke, geht es gut? Sein Zustand ist stabil. Es wird noch eine Weile dauern, bis du ihn besuchen kannst. Aber wenigstens musst du dir keine Sorgen um ihn machen. Ihr könnt seine Sachen haben. Alles klar. Oh, den ist ja Dank, Locke. Lumina, dann hat es sich ja so gelohnt, dass du ihn so gut trainiert hast, was? Ja. Kommandant Galtra, vielen Dank für alles, was ihr für Locke getan habt. Wir können euch gar nicht sagen, wie erleichtert wir sind. Ja, das ist eine herrliche Neuigkeit, nicht wahr? Also dann, zurück zu unserer Mission. Eine Frage. Spricht etwas dagegen, mit einem Winger zum Rahal zu fliegen? Ja, der Winger wird gerade gewartet. Um nach Rahal zu gelangen, müssen wir durch das Loslabyrinth. Ohne Vulkuswurz wäre dort kein Durchkommen. Darum hat Lord Samrod sie euch gegeben. Und ich werde euch begleiten. Also dann, mit diesem Gerät kannst du deine Vulkusuts rufen. Startschlüssel erhalten, sehr schön. Diese Vulkusuts sind ab jetzt eure Partner. Geht sorgsam mit ihnen um. Jetzt möchte ich unverzüglich aufbrechen. Das Labyrinth liegt östlich von Marport. Das wird kein Spaziergang. Es tut mir leid, aber vor uns liegt ein Gewaltmarsch. Verstanden. Okay. Alles klar. Gruppengespräch. Herrscher des Kontinents. Was auch immer es wieder heißt. Locke hat nur Pech auf seiner Seite. Besuchen wir ihn, wenn wir hier fertig sind. Die Zwielichter, was versprechen sie sich davon, Dinge verloren gehen zu lassen? Wir machen uns besser bereit, bevor wir zum Loslabyrinth gehen. Gut. Der Rat liegt uns, ja. Alles klar.
Okay. Wie kommen wir jetzt zu Locke? Kann man jetzt besuchen oder so? Ich meine, er hat ja gesagt, wir können ihn nicht besuchen irgendwie. Aber ich meine, gerade hat ja irgendwas, hat er Wahn irgendwas von wegen besuchen gesagt. Deswegen kann man ihn vielleicht doch besuchen oder so. Ich meine, ich würde ihn schon ganz gern besuchen eigentlich. Ich meine, ich mag Locke ja, deswegen. Wir wissen, wie es ihm geht. Locke, bist du ja irgendwo? Ich meine, er muss ja im Prinzip in irgendeinem Gebäude sein. Oder ist er in der Stadt drin? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, den Rest des Parts versuchen wir noch irgendwie Locke zu finden. Keine Ahnung. Ich will mit Locke reden. Also, was ist mit ihm? Wie geht's ihm? Locke. Ja, super. Hoffentlich geht's ihm gut und hoffentlich überlebt er die ganze Sache. Mann, das wäre voll traurig, wenn er sterben würde oder so. Ich will ihn weiter im Team haben. Ich mag Locke, wie gesagt. Er ist halt nicht der stärkste Charakter oder so. Ich meine einfach, vom Charakter her mag ich ihn nicht. Die können ihn doch nicht einfach sterben lassen oder sowas. Das können sie nicht machen. Ich mag ihn halt voll gern, deswegen. Er ist auch bisher irgendwie der interessanteste Charakter, finde ich. Kanata ist halt so typisch, so ein typischer Protagonist irgendwie. Ich meine, er ist halt nicht irgendwie so ganz generisch, aber er ist schon der generischste von allen, finde ich. Lumina ist halt auch nicht unbedingt mega krass interessant, ist halt da und da wird bestimmt noch irgendwas in Sachen Liebe zwischen Kanata und Locke Kanata und Lumina entstehen, aber keine Ahnung, ich mag Lumina jetzt auch. Ich mag eigentlich bisher jeden Charakter, wie gesagt, aber Locke mag ich am meisten. Und Wahn ist halt momentan noch einfach komplett. Okay, das ist bestimmt kein Krankendingens. Wahn ist einfach bisher noch komplett verschlossen irgendwie. Man weiß nichts zu ihm. Das wird bestimmt alles noch irgendwann krass kommen, von wegen Plot-Twist über Wahn und alles und bla. Wie es damals zum Beispiel in einem Tetsuna mit Nida war, als wir rausgefunden haben, wer er in Wahrheit war. Ich will jetzt nichts spoilern, deswegen sage ich nichts dazu, aber war halt schon ganz krass, als wir es rausgefunden haben. Deswegen, ich hoffe, es wird diesmal auch so sein irgendwie mit Wahn, dass wir da noch irgendwas Cooles rausfinden zu ihm. So, da sind die Gefangenen, da ist Locke bestimmt nicht. Aber ja, ich mag ihn auf jeden Fall ziemlich gern. Deswegen wäre ganz cool, wenn er die ganze Sache überleben würde. So, Offiziersmesser, ich weiß. Kann ich da jetzt vielleicht die Truhe aufmachen inzwischen endlich mal? Das wäre ganz cool. Die ist ja noch gesperrt war. Gucken wir mal rein. Und, ne, geht nicht, leider. Dann halt nicht. Ne, geht's nicht weiter ansonsten. Ja, keine Ahnung, ich denke, man kann Locke nicht besuchen. Oder wenn doch, ist er irgendwo in der Stadt. Ich habe ja keine Ahnung, wo. Vielleicht ist er einfach random im Inn oder so. Ich denke mal, da gehe ich jetzt auch noch hin, weil ich übernachten möchte, wegen meinem Leben und so. Und dann gucke ich nochmal, ob ich mir inzwischen neuen Spirit Knight kaufen kann, eventuell. Das wäre zumindest ganz praktisch. Und dann beenden wir den Part. Und machen im nächsten Part hier weiter. Und gehen dann zum Loslabyrinth, wo wir auch die Demo schon gemacht haben. Beziehungsweise war die nicht im Loslabyrinth, sondern dort, wo die Zwielichter halt waren. Auf diesem Berg. Genau, so. Noteingang. Hier sollte man direkt irgendwie zum Inn kommen. War das, glaube ich, so? Keine Ahnung. Es wäre jedenfalls mal voll praktisch, wenn man in der Stadt die Laufgeschwindigkeit erhöhen könnte. Ich meine, es geht ja schon. Oh, guck mal, hier ist was Neues. Sehr schön. Zyklon können wir uns kaufen. Perfekt. Aura hast du noch nicht. Okay. Ach, Windklinge hast du. Genau. Dunkelheit. Sehr schön. Luftschlag. Ignis. Hebung. Ja. Sehr schön. Und was gibt's bei dir? Du bist neu auf jeden Fall. Ach so, der ist so ein Tutorial-Typ scheinbar.
Oh Mann, was ist denn das Paradigma? Was ist denn mit Paradigma? Trägst du einen Wirkus im Kampf? Okay. Ach so. Das muss also noch irgendwie freischalten. Ich habe mich ja schon gewundert. Wieso blinkt Wahn gelb? Hat er irgendwie irgendeine Statusveränderung oder sowas? Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich mich ja schon gewundert, wieso ich mit manchen keine Dinger einsetzen konnte. So. Zyklon und Aura. Ignis, Dingens und Dunkelheit. So, habe ich noch irgendwelche Setsuma-Dinger? Habe ich nicht. Schade. Wie kann ich denn die... Nein. Wie kann ich denn die neu bekommen? Neue Setsuma-Dinger? Keine Ahnung. Ja, okay. Das war jetzt ganz nett, dass wir uns endlich mal neuen Spirit Knight kaufen konnten. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wo es dann hoffentlich spannend weitergeht. Ich gehe noch schnell über Nacht, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao. Euer Biro. Tschüss.